Akrevis Invest wird Ihnen präsentiert von der Akrevis Bank. Wie sind die aktuellen Schweizer Konjunkturzahlen einzuschätzen und was hat die Märkte in dieser Woche bewegt? Diese Fragen beantworten wir jetzt. Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu Akrevis Invest. Heute mit dem Angelo Janella. Ja, Herr Janella, wie sind die neuen Daten von der Konjunkturforschungsstelle von der ETH Zürich zu werten? Der Konjunkturbarometer von der ETH hat sich deutlich abgeschwächt und deutet für die nächste Zukunft auf eine durchschnittliche Entwicklung hin. Nach zwei überdurchschnittlichen Jahren hat sich der Barometer im Durchschnitt genähert. Das reale BIP in der Schweiz zeigt ein Wachstum von 0,6% an, was aufs Jahr ein Wachstum von über 2% würde bedeuten. Und wie haben die Märkte auf diese Zahlen reagiert? Auf diese Zahlen haben die Märkte kaum reagiert. Die Woche ist ganz im Zeichen von der politischen Unsicherheiten gestanden. Insbesondere haben neue Strafzölle von den USA und Gegenreaktionen von der EU die Anleger stark verunsichert. Aber auch andere Ereignisse haben die Börse beeinflusst, Stichwort Italien. März steht weiterhin ganz im Zeichen vom Anstieg der Renditen der italienischen Staatsobligationen. Dabei hat der Risikoaufschlag sich in den letzten Wochen noch mal deutlich ausgeweitet und bewegt sich im Moment bei 260 Basispunkten gegenüber deutschen Staatsobligationen. Dagegen ist es bei den starken Euroländern und in der Schweiz wieder abwärts gegangen. Und welche Sektoren hat es denn besonders getroffen? Abwärts ist es vor allem mit dem Finanzsektor gegangen. Dabei haben vor allem die europäischen Banken und Versicherer Federn müssen lassen. Begründet ist das Ganze weiterhin mit den hohen Beständen von italienischen Staatsobligationen, die die Unternehmungen halten, zum Teil. Wie hat sich dann Akrevis positioniert? Akrevis glaubt an die alte Börsenweisheit, dass politische Börsen nur kurze Beine haben. Und wir haben unsere leicht positive Einschätzung zu Aktien bestätigt. Wir denken, dass die Schwäche für neue Engagements genutzt werden könnte. Und was erwartet Sie jetzt von der nächsten Woche? Die nächste Woche steht ganz im Zeichen von der politischen Unsicherheiten weiterhin. Herr Janella, besten Dank. Wie konstant sich das Wetter am Wochenende zeigt, das erfahren Sie da gerade als nächstes. Danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Akrevis Invest ist Ihnen präsentiert worden von der Akrevis Bank.